Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg hier in Tazavesh. Und zwar befinden wir uns einmal schon hier im Dungeon und bei mir ist einmal das ganze Dungeon schon gecleared. Das solltet ihr am besten auch machen, denn ihr müsst ein bisschen in der Instanz rumlaufen und dementsprechend wollen wir uns heute nämlich das Achievement Schabernack angucken. Für dieses müssen wir Folgendes machen. Kitzel die folgenden Mittlerratten in Tazavesh, dem verhüllten Markt auf den Schwierigkeitsgrad mythisch. Also, wir gehen in die Instanz rein, klären am besten das Ganze schon, sonst lauft ihr ewig rum und eure Gruppe muss warten, macht es am besten nach dem Run. Als erstes müsst ihr so wissen, dass ihr einmal euch am besten ein Makro macht, und zwar mit slash kitzeln. Ich habe mir hier schon ein Makro erstellt, das drücke ich und dann können wir hier quasi das anvisierte Ziel kitzeln. Das brauchen wir hier für das Achievement. Und als allererstes zeige ich euch mal den ersten Mob. Wir sind hier bei den Koordinaten 76, 45 und dort haben wir den ersten, der nennt sich Waffel. Und den habe ich jetzt einmal hier schon fürs Achievement bekommen. Der ist gleich hier im ersten Raum, ne? Im ersten Bossraum. So, jetzt laufen wir weiter zum nächsten Mob. Und zwar einmal hier raus, da können wir jetzt mal ein bisschen speeden. Machen wollen wir dahinter und den Goblin uns holen. Und der müsste irgendwo hier am Rand rumhängen. Und zwar, hier seht ihr schon, Goblin haben wir. Da haben wir jetzt auch wieder Kitzeln drauf. Und dann haben wir damit den zweiten. Der ist hier bei den Koordinaten 59, 46. Dann würde ich sagen, gehen wir hinter den Pfad weiter. Da dürften wahrscheinlich noch ein paar Mobs stehen. Ich bin nämlich in die ID nur beim Endboss rein, um mir das Mount zu holen. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, welche Mobs diese Gruppe schon erledigt hat oder nicht. Aber das werden wir uns gleich anschauen. Ich kann ja tatsächlich auch ein bisschen stealthen. So, hier müsste dann irgendwo der nächste rumstehen. Der müsste unten sein, ne? Also ich muss da, glaube ich, einmal ein bisschen hinten rumgehen. Hier müsste der irgendwo sein. Und zwar müssten wir hier den werten Pancake haben. Oder ist der oben? Nee, der ist wahrscheinlich... Ah, der ist hier oben. Also der Pfannkuchen auf Deutsch. Hier. Da hinten drin bei dem Stand steht er. Da hauen wir auch wieder unser Makro drauf. Und wir sind jetzt hier oben auf den Koordinaten 53, 63. Also nicht unten, wo ich gerade war, sondern der ist tatsächlich oben. Gut, dann gehen wir weiter hier runter. Und zwar müssen wir jetzt einmal vor und einmal in den Bossraum rein. Da müssten wir nämlich Sassafratz haben. Genau, da hinten seht ihr, da ist Sassafratz. Den hauen wir auch wieder unser Makro drauf. Also hier bei den Koordinaten 39, 64 haben wir den Kollegen. Und jetzt müssen wir als nächstes hier einmal in den Raum reinlaufen. Sind wir bei 4 von 6, genau. Also jetzt geht es hier in den Raum rein. Und hier seht ihr schon, hinter der Säule oder dem Käfig oder was das immer auch ist, haben wir einen Mob, der schimpft sich Gurki. Und auf Gurki hauen wir das auch drauf. Wir sind jetzt gut hier in dem Raum drin, also da auf den Koordinaten 40, 39, aber das ist hier einfach rein und dann gleich hier hinter diesem Käfig, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Käfig. Genau. Und dann fehlt uns nur noch einer, und zwar der Werte Oswald. Und da müssen wir jetzt tatsächlich einen Ticken laufen. Und zwar müssen wir ganz da hinten rein. Heißt, wir laufen hier an dem Postmeister-Kollegen vorbei. Und dann, wo wir hier das kleine Abgebe-Game hatten, ne, dann kann sich vielleicht der eine oder andere erinnern, ein bisschen nervig, wenn man das erste Mal da ist und nicht so ganz weiß, was man tun soll. Und jetzt müssten wir hier hinten, genau, da ist er, der Oswald versteckte sich hinter den Bildern. Da haben wir auch nochmal unser Makro drauf und tada, da ist dann einmal das Achievement und damit haben wir Schabernack einmal abgeschlossen. Hier gibt es noch ein paar andere Achievements, die beinhalten dann aber Bosskills, die werde ich euch dann auch noch zeigen, sobald ich hier einen kleinen Achievement Run gemacht habe. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Achievement Guide Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.